Hallo zusammen. Bereits in meinem ersten Video hatte ich euch gezeigt, dass mir pro Manual schon mal grundsätzlich jeweils 8 Parts zur Verfügung stehen. Und diese Parts kann man zum Beispiel aufteilen in Upper 1, 2, 3, 4 rechts und 1, 2, 3, 4 links. Aber um einen solchen Effekt zu erzielen, muss man diese Manuale auch noch in Keyzonen aufteilen. Also nicht nur splitten, sondern ich kann jedem einzelnen Part eigene Keyzonen, also eigene Tastenzonen zuweisen. Und das geht unwahrscheinlich einfach. Im Startbildschirm wähle ich nun einfach einen Sound an. Hier sieht man die Übersicht. Hier jetzt gezielt eine Soundanwahl mit der Taste Shift-Lock und im Display Keyzone. Kann ich nun den Tastenbereich einstellen, indem ich einfach 2 Tasten anschlage. Das lässt sich mit einem einfachen Knopfdruck auch jederzeit anpassen.